Mal auf diese Leistung wird man gespannt sein. Das war gestern auch spät abends. Jetzt nochmal relativ früh hier reinkommen. Relativ wenig Regenerationszeit. Warten wir mal ab. Seconds out for the first round. Aber der ist immer gut vorbereitet. Also. Ja, das heißt, sucht direkt den Start. Haken rein, Haken. Schöne Oberkörperbewegung. Ja, immer schön den Oberkörper triggern, um dann schnell wegzukommen zu können. Sind immer nur kleine Bewegungen, die aber ganz, ganz viel ausmachen. Genau, so kleine Finte. Der Gegner reagiert. Ich komme schnell weg aus der Bewegung. Ich bin auf den Beinen noch unterwegs. Probiert er mit der Auslagenwechsel, der Kraus, aber wenig erfolgreich. Joachim Schumann tänzelt um ihn herum und trifft immer wieder. Schön, schön. Zweimal durch den Ball mit hier als Konterboxer. Gestern musste er ein bisschen mehr im Vorwärtsgang das Ganze suchen. Jetzt wurde er aber mal gut getroffen mit der Linken. Dazwischen. Wieder. Trotzdem den linken Haken den Kraus getroffen. Ist immer in Bewegung, das macht es für Kraus sehr, sehr schwer, ihn auch mit dem Jab zu treffen. Man sieht, Kraus schlägt auf den Jab und dann ist er auch schon weg. Ja, bewegliches Ziel immer schwieriger zu treffen als ein stehendes Ziel. Ja. Darum gut, dass er irgendwo immer in der Bewegung ist. Entweder auf den Beinen, im Oberkörper. Beides immer wieder diese kleinen Finden, dieses Triggern. Und dann schön rausgeschlagen, wenn der Angriff von Kraus kommt. Ja, diese überfallartigen Angriffe haben gestern auch schon zum Erfolg geführt. Oh, man sieht, dass Kraus schlägt oft daneben. Das geht auf jeden Fall auch in die Psyche rein. Linken Off-Balance gebracht. Das, dieses Off-Balance, auch wenn es vielleicht nicht so hart war, dass er angeklingelt war, aber das hinterlässt Eindruck. Ne? Genau. Wenn du schlägst, daneben schlägst oder dann abgekontert wirst, wie gesagt, das hemmt dich natürlich in deiner ganzen, ganzen Vorbewegungsweise. Kraus sehr, sehr konzentriert. Jetzt probiert ihn ein bisschen zu locken. Ja, kriegt er auch die Antwort. Den wollte er so haben. Ja, auch das Provozieren, taktische Mittel, wenn der Gegner drauf einsteigt und ich damit rechne, kann ich das zu meinem Vorteil nutzen. Ja, es ist schon sehr, sehr überlegen, was hier Kevin Boakye Schumann in der ersten Runde zeigte. Hat mich abgeholt. Kevin würde ich ihm auch geben. Schumann, the fighter in the red corner, was German Champion 2018-2019 and Winner of the Cologne Boxing World Cup in 2020. Ja, zweifacher deutscher Meister, Vorjahresgewinner des Cologne Boxing World Cup gegen die ja, eigentlich Nummer 1 aus Holland, Max van der Paas. Jetzt hier gegen Kraus im Finale. Van der Paas konnte er sogar vorzeitig schlagen letztes Jahr. Man sieht auch eine ständige Verbesserung. Also ich würde jetzt sagen, der Kevin Boakye Schumann, den wir jetzt hier sehen, der ist sogar noch besser als den, ja, den wir jetzt immer gesehen haben. Durchgehend besser. Super Anlagen, schon das natürliche Talent. Und gerade der Kampf gestern, jetzt frei auf weit 24, auf jeden Fall nochmal rein. Absoluter Highlight-Kampf. Hat der Marki sogar mir einen Stift aus der Hand gerissen. Wir müssen die Fights dann noch bewerten nach Noten. Hat da gleich eine 1 aufgeschrieben. Also Kevin, wenn du das hörst, mach weiter so. Vor allem jetzt so weitermachen. Das Ding, genau. Die Goldmedaille holen. Die erste des Tages wäre es für Deutschland. Eine schöne Maitbewegung im Oberkörper. Kommt auch mit dem Jab gut durch. Sehr schön. Klasse. Das Skillset bei Boakye Schumann relativ komplett. Ach, sehr schön variabel. Mal die Finten mit den Beinen hier. Dann auf einmal ganz locker wieder mit der Führung ein bisschen spielen.
sodass ich Kraus da überhaupt nicht einstellen kann. Jetzt auch mal ein bisschen mehr aus der Mitte agierend, ein bisschen mehr den Vorwärtsgang suchen und eben weggegangen. Ist für Kraus schwierig, da eine Routine zu finden, weil der Workshop immer so vielfältig ist, dass er eigentlich gar nicht seine Taktik so 100% durchziehen kann. So scheint es zumindest. Er stellt ihn immer vor neue Herausforderungen. Krachende Rechte zum Kopf. Ja, auch Krause, wenn er zugedrängt wird, dann mit dem Lienberg haut er noch ein paar Schwinger da mit. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wieder der Jeff durch zum Kopf. Und Kraus. Ja, aus den Maid-Bewegungen, dann bleibt man mit in den Kopf dabei zur Seite. Ja, genau, ein bisschen auslassen. Vom Körper gehen. Jetzt Körper. Ja, jetzt hat er sich auch ein paar gefangen. Mal gucken, aber jetzt harte Treffer zum Kopf von Kraus. Jetzt wird der Kreis durch den Ring. Das trifft Kraus aber auch mal. Ja, wegdrehen. Genau. Ja, gut, mit dem Jack. Kopf aus der Schlaglinie. Jack zum Körper. Schön auf Speed. Lass uns mal wieder als gute Treffer. Dann ist schon reingekommen. Jetzt trifft aber auch Kraus mal. Gute Rechte zum Kind von Boakim. Ja, ich würde den Jab gerne öfter sehen. Noch von Boakim. Beide. Genau, den Jab. Der ist jedes Mal ein Erfolg. Der hat dir zugehört. Was würdest du jetzt in der Ecke von Kraus dem Kraus raten? Er ist, denke ich, 2-0 Runden hinten. Er probiert. Aber ja, vielleicht noch ein bisschen mehr nachsetzen. Ich meine, noch konsequenter dann mit drei Händen im Vorwärtsgang, wenn Boxy wegdreht. Manchmal geht er weg, er hat dann die Decken unten. Man muss einfach mal weiterschlagen, wenn der erste und der zweite nicht trifft, dass ich dann eventuell irgendwann ins Ziel komme. Wenn ich aber dann ein, zwei Mal ausgelassen werde und dann aufhöre, dann habe ich natürlich die ganze Aktion wieder, war für die Katz. Wenn die aber wirklich, okay, ich treffe zweimal nicht, setze aber weiter nach, dann kann er mal was durchkommen. Gerade wenn der gut ist. Und, da ist die Beratung schon beendet, 10 Sekunden vor Ende der Runde. Da sollte die Marschroute klar sein, einfach so weitermachen. Letzte Runde. Wieder von hinten von Kraus. Das ist das, was hängen bleibt bei dem Pferdern. Wieder ansatzlose Rechte von Boakim Schumann an den Kopf von Kraus. Ja. Den Jab weiterlaufen lassen. Die Rechte war auch gerade wieder drin. Der bereitet das halt alles ganz gut vor. Da sieht man, Kraus lässt spätestens nach dem zweiten Schlag, ist bei ihm zu Ende. Er bringt den dritten, vierten Schlag gar nicht. Mehr von dem Jab, mehr von dem Jab. Ja, jedes Mal ein Erfolg. Er hört auf dich. Richtig gut. Ja, wenn der Jab gut läuft, dann kommt das andere auch von alleine. Wäre jetzt ist Kraus aber gut nach, hat sich da gut gelöst und geschlagen. Sehr, sehr schön. Ja,
rechts drin. Jetzt war auch mal der rechte von Faust im Ziel. Harte Hände. Das war schön zum Körper drin gewesen von Faust. Oh, Nahkante, Nahkante. Ja, das umdrehen, das passiert aber einfach das Gefecht mal. So in die linke hinterhergezogen. Schön. Das wird ihm auch die dritte Runde bringen. Oh! Ausgerutscht, wahrscheinlich am Ringseil verheddert. Nicht richtig sehen nee. Können. Das wird angezählt. Da könnte man vielleicht, wenn wir heute die Slow-Motion, vielleicht finden wir da die Slow-Motion noch. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Klaus natürlich jetzt aufgrund des Niederschlags ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ich hätte ich jetzt leider auch nicht wirklich erkennen. In der Slow-Mo sehen. Ob er sich da im Ringseil verheddert hat oder. Ich sehe es gerade hier nebenan bei meinem Kollegen. Ja, knickt da mit dem Fuß. Knickt da um. Also es war keine Schlagwirkung, aber man muss sagen, weil er sich vorher eingefangen hat, kann man das als Niederschlag Lad geben. Dann ins Stepback. Da geht es, wie gesagt, das Anzählen ist erstmal zu gucken, ob der Sportler okay ist. Das ist nicht direkt eine 10 zu 8 Runde oder ein Punkt weniger. Ladies and gentlemen, the result of the judges. Winner was a fighter in the red corner from ja, Germany. Trotzdem hat's gereicht. Hat gereicht. Herzlichen Glückwunsch. Absolut. Zweiten Anlauf. Zwei miteinander. Miteinander Titelverteidiger. Absolut genial. Toll. Und das Anzählen war korrekt. Aber